Willkommen zum Spiel Parkour, das Spiel zu der Hofnachfolge. Parkour kann auf zwei Varianten gespielt werden. In der ersten Variante, wer zuerst, geht es darum, dass alle Spielenden gegeneinander spielen und jemand gewinnt. In der zweiten Spielvariante, alle gemeinsam, geht es darum, dass alle Spielenden gemeinsam gegen die Kuh spielen. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, dass man einfach für sich die Situationskarte durchgeht und sich überlegt, wie man in den verschiedenen Situationen reagieren wird. Zum Start kriegen alle Mitspielenden eine Spielfigur, eine Smiley-Karte und eine rote Veto-Karte. Die Spielfigur der Kuh braucht es bei dieser Spielversion nicht. Die Ereigniskarten werden gemischt und mit dem Text nach unten angelegt. Auch die Situationskarten werden gemischt, angelegt und mit der Deckkarte abgedeckt, sodass man den Text nicht sieht. Der oder die Jüngste in der Runde fängt an. Es wird gewürfelt und die eigene Spielfigur wird um die entsprechende Würfelaugenzahl vorwärts bewegt. Die Runde geht nachher im Uhrzeigersinn weiter. Landet die Spielerin auf einem Situationsfeld, nimmt sie eine Situationskarte und liest sie vor. Sie versetzt sich in die Rolle der Person, die auf der Karte angegeben ist. Aus Sicht der Frau vom Senior. Wer macht die Buchhaltung? Unsere Tochter wird ab kommendem Jahr den Betrieb meines Mannes übernehmen. Bis jetzt habe ich die Betriebsbuchhaltung geführt. Jetzt ist klar geworden, dass sie davon ausgeht, dass ich das weiterhin machen werde. Darauf habe ich eigentlich keine Lust. Aber ich will auch keine Rabenmutter sein. Wie gehe ich vor? Die Spielerin, die die Karte vorgelesen hat, überlegt sich, wie sie als Frau vom Senior auf die Situation wird reagieren. Sie kann entweder eine eigene Antwort geben oder einen der drei Vorschläge auf der Kartenrückseite wählen. Sie begründet dann ihre Antwort, um die Mitspielenden davon zu überzeugen. Also, wenn ich die Frau vom Senior wäre, würde ich mir eine Tochter vorschlagen, dass wir eine Übergangsphase von einem Jahr machen, während ich sie in die Buchhaltung einführe, sodass sie in einem Jahr übernehmen kann. Und dann nichts mehr zu tun hat damit. Die Mitspielenden beurteilen die Antwort mit ihren Smiley-Karten. Sind sie mit der Antwort einverstanden, legen sie einen positiven Smiley an. Haben sie eine andere Meinung, legen sie einen negativen Smiley auf den Tisch. Auch die Mitspielenden begründen ihre Meinung, das heisst, wieso sie einen positiven oder einen negativen Smiley angelegt haben. Ich habe ein bisschen Bedenken, weil die Tochter geht davon aus, dass du die Buchhaltung machst und sie ist wahrscheinlich in der Anfangsphase ziemlich belastet mit dem Betrieb und mit der Arbeit. Ist die Frage, ob sie gleichzeitig noch Kapazität hat, um die Einführung in die Buchhaltung gerade am Anfang schon zu machen? Also wenn ich es richtig verstanden habe, machst du ein Jahr noch weiter zum Übergeben und das finde ich eigentlich super. Du tust dein Know-how so weitergeben und ziehst dich nachher zurück. Ja, ich finde das eine gute Variante mit dieser Übergangsphase. So kann sie langsam reinkommen und hat nicht alles auf einmal. Ich finde es auch gut. Wichtig finde ich einfach, dass du das so mitteilst, dass es dein Ziel ist, dass du das eigentlich nicht mehr machen möchtest. Und dass du aber bereit bist, das zu übergeben, so kann sie sich darauf einstellen. Sind mehr positive als negative Smileys gegeben worden, darf die Spielerin nochmal würfeln und ziehen. Wenn sie jetzt auf einem Feld landet mit einem Symbol, wird das ignoriert. Der nächste Spieler ist an der Reihe. Sind mehr negative Smileys gegeben worden oder gleich viel positive wie negative, ist gerade der nächste Spieler an der Reihe. Sobald jemand auf einem Ereignisfeld landet, zieht er oder sie eine Ereigniskarte vom Stapel und liest sie vor. Die Ereigniskarten beschreiben ungeplante Vorkommnisse, die die Hofübergabe beeinflussen können. Die Punktzahl, die unten auf der Karte angegeben ist, gilt für alle Spieler und Spielerinnen in der Runde. Das heisst, alle können entweder führen oder zurück um die entsprechende Zahl, je nachdem, ob es ein Minus oder ein Plus ist. Erbrecht. Die Nachfolgeverhandlungen laufen gut. Soeben hat die Beratungsperson mitgeteilt, dass die geplante Hofnachfolgevariante auch erbrechtlich umsetzbar ist. Plus 2 für alle. Als nächstes erkläre ich die Vetokarte.
Dafür wird zuerst eine Situationskarte durchgespielt und dann kommt die Vetokarte zum Einsatz. Aus Sicht vom Partner vor Juniorin. Selbstverständlich. Mein Schwiegervater pflückt immer noch selbstverständlich Äpfel in unserem Garten und bringt sie den Geschwistern meiner Frau, die seit kurzem Betriebsleiterin ist. Diese Selbstverständlichkeit finde ich eine Frechheit. Ich bediene mich ja auch nicht im Garten anderer. Wie reagiere ich? Also wenn ich der Schwiegersohn wäre, dann würde ich das nächste Mal, wenn ich den Schwiegervater sehe, Äpfel nehmen, ihm den Sack aus der Hand schreissen und ihm mal deutlich meine Meinung sagen. Ich finde, das geht einfach nicht, dass er unsere Äpfel nimmt. Jetzt, wo wir den Hof übernommen haben, ist das ja eigentlich Teil von unserem Einkommen und gehört nicht mehr ihm. Das kann er nicht mehr einfach nehmen und noch verschenken. Also das kannst du jetzt einmal nicht machen. Das sind ja mal seine Bäume. Das schadet jetzt nicht, wenn er dort ein paar Äpfel nimmt. Das ist jetzt nicht so tragisch. Ich finde die Reaktion auch gerade ein bisschen heftig. Die paar Säcke, die er nimmt, tun ja nicht wirklich weh. Und wie du gesagt hast, es war ja auch mal sein Hof gewesen. Und er hat sich ja dort auch noch ein bisschen heimisch dürfen fühlen. Also deine Reaktion ist jetzt gerade ein bisschen übertrieben. Ich würde jetzt einfach die Äpfel nehmen lassen. Er wird ja nicht gerade den halben Baum abbrauchen. Ich sehe, dass ihr das alle nicht gut findet. Ich finde das super, auch wenn es ein bisschen krass ist. Man muss klar sein. Du musst dem Schwiegervater sagen, dass er da jetzt nicht mehr zu suchen hat. Weil sonst aufhört es aus. Nachher geht er noch ein bisschen da etwas nehmen, hier etwas nehmen. Nein, du musst von Anfang an klar sein. Ich lege darum die Vetokarte gegen eure Meinung ein. Bis dahin war der Ablauf schon bekannt gewesen. Die Spielerin ist auf einem Situationsfeld gelandet, hat die Situationskarte gezogen, vorgelesen und ihre Antworten zugegeben. Die Mitspielenden haben die Antwort beurteilt mit ihren Smiley-Karten. Eine Spielerin hat jetzt ihre Vetokarte eingesetzt, weil sie mit den Meinungen der anderen gar nicht einverstanden ist. Jeder Spieler und jede Spielerin hat eine Vetokarte, die nur einmal während dem Spiel eingesetzt werden darf. Die Vetokarte wird verwendet, wenn jemand mit den geleiteten Smiley-Karten bzw. mit den Begründungen der Mitspielenden ausdrücklich nicht einverstanden ist. Wenn eine Vetokarte geleitet wird, wird die Situationskarte, die gerade besprochen wird, auf die Seite geleitet und nicht mehr benutzt. Eine neue Situationskarte wird gezogen. Die gleiche Person, die die letzte Situationskarte vorgelesen hat, liest jetzt die neue Situationskarte vor und die Runde fängt so nochmal neu an. Landet jemand auf einem Plusfeld, wird die Spielfigur um die entsprechende Anzahl Felder vorwärts bewegt. Bei einem Minusfeld muss die Spielfigur um die entsprechende Anzahl Felder zurückbewegt werden. Sobald die Spielfigur einmal ums Feld herumgelaufen ist, kann sie auf Zielgerade abbiegen, das heisst in Richtung Tisch laufen. Gewonnen hat die Spielfigur, die als erstes am Tisch in der Mitte des Spielfelds ankommt. Um ins Ziel einlaufen, braucht es keine genaue Augenzahl. Die überflüssigen Würfelaugenzahlen verfallen. Das Spiel ist fertig, wenn bis auf eine Spielfigur alle in der Mitte am Tisch sitzen. Bei der Spielvariante «Alle gemeinsam» spielen alle zusammen gegen die Kuh. Es können grundsätzlich mehr als 6 Personen mitmachen, weil alle Spielfiguren gehören allen. Es hat nicht jede und jede eine für sich. Für die zusätzlichen Mitspielenden müssen Smiley- und Vetokarten gebastelt werden, sodass alle Spielenden je ein Smiley und eine Vetokarte haben. Die Spielfiguren werden auf die weißen Felder in den Händen von der auf dem Spielbrett abgebildeten Personen gestellt. Die Kuh wird aufs Startfeld auf der äußeren Laufbahn gestellt. Die Spielenden entscheiden, wer mit Würfeln anfängt. Die erste Person würfelt und bewegt die Kuh, um die entsprechende Würfelaugenzahl zu führen. Bis auf eine Ausnahme bei der Situationskarte wird bei dieser Spielversion nur für die Kuh gewürfelt. Landet die Kuh auf einem Situationsfeld, ist der Ablauf sehr ähnlich wie bei der ersten Spielversion. Der einzige Unterschied ist die Auswirkung auf die Spielfigur.
Wenn mehr positive als negative Smileys gelegt werden, wird nochmal gewürfelt. Und jetzt gilt die Würfelaugenzahl für die Spielfigur, die auf der Situationskarte abgebildet ist. Da ist es der Senior. Das heisst, die rote Spielfigur kann ziehen. Ist das Spiel schon etwas fortgeschrittener und die Spielfigur, die auf der Situationskarte abgebildet ist, sitzt schon in der Mitte am Tisch, dann wird die Karte nicht vorgelesen, sondern es wird direkt eine neue Karte gezogen. Landet die Kuh auf einem Ereignisfeld, wird die Karte vorgelesen. Die Punktzahl, die auf der Karte angegeben ist, gilt für alle Personen, aber nicht für die Kuh. Die Kuh bleibt auf ihrem Feld stehen. Landet die Kuh auf einem Farbfeld, darf die gleichfarbige Spielfigur ein Feld vorziehen. Sind alle Spielfiguren am Tisch angekommen und die Kuh ist noch auf der Runde unterwegs, hat die Familie gewonnen. Die Kuh hat gewonnen, wenn sie im Ziel ankommt, bevor alle Spielfiguren am Tisch sitzen. Auch bei dieser Spielversion braucht es keine genaue Punktzahl, um ins Ziel einzulaufen. Weder für die Kuh noch für die Personen. Zum Schluss wünschen wir euch viel Spass beim Spielen, gute Gespräche und eine gelungene Hofübergabe. Informationen rund um den Prozess der Hofnachfolge sind auf der Webseite www.hofnachfolge-barcour.ch zu finden.